Mann, oh Mann, Leute, was war denn der letzte Part für einen Krampf, wenn der ganze Kampf gegen Goff und so, gegen Goff, sage ich schon, gegen Gyro natürlich. Hi, willkommen zurück, wir sind gerade dabei, noch zu überlegen, wir haben nicht mehr so viel Zeit am letzten Tag, aber... Ich glaube, bis... Schaff's sogar, cool. Ja, ich will einerseits noch ein Herzteil holen, was jetzt nur geht, weil jetzt das hier ist. Klingt ein bisschen doof, ist aber so. Sprich halt, weil jetzt wir halt den dritten Tempel gemeistert haben und dann natürlich die Feen abgeben, sprich die einzelnen für die große Fee. Und, wow. Sondern sonst noch das Konzert die Indigo-Gosen noch gerne machen und, hallo? Geht doch. Und, das mit den 5 Fröschen, genau. Mit den 5 Fröschen. Du. Das fände ich noch geil, wenn es noch gehen würde. Kann man jetzt eigentlich immer ganz grob gefragt. Hui, das ist natürlich schön. Wird aber nicht so, wenn wir drüber springen. Hui! Ja, das geht sogar. Mal gucken, was haben wir denn hier? Eine Bombenmaske. Boom! Wo war denn schon dieses Herzteil? Ich weiß echt nicht mehr, Leute, wo das Herzteil war. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Und jetzt... Bombenmaske auf. Ui. Di. Hat die blaue oder violette Haare? Oh, mutiger junger Freund, ich bin die große Fee des Mutes. Dank für deine wertvolle Hilfe. Gerade meine Stärke. Hier, nimm sie an. Okay, wow. Was für ein geiler Trip, ey. Tja, die Power dieser Fee kennen wir auch schon bereits aus Queen of Time, doch dort bekamen wir sie erst ziemlich am Schluss des Spiels. Jemand! Yeah, der Rüstungsschlüssel verstärkt. Ab sofort können wir deinen Gegner noch halb so viel Schaden wie bisher zufügen. Tja, hat auf der Weise ran um die Herzen herum. Die große Fee des Meeres, das wäre des Mutes. Die große Fee des Mutes, Meeres, was denn jetzt? Was ist denn jetzt überhaupt? Such mal wieder kleiner. tschüss, wie Link winkt. Link winkt. So. Also, das hätten wir getan, das ist natürlich schon mal geil. Etwas abgeschlossen, was mir jetzt wie gesagt noch fehlt, ist das Herzteil. Wir müssen irgendwo hin, ich weiß nicht mehr, wo das war. Verdammter Mist. Was ist da drüben? Nee. Das war irgendwo, wo wir in der Lage sind, an Bord eines Schiffes zu gehen, ein kleines Holzschiff, also eine Kanus oder so etwas in der Art. Wo war das schon wieder? Ja, merkt, ich bin ein bisschen auf Speed drauf. Autsch. Das ist was anderes. Da ist zum Angeln dort. Ja, dann haben wir das dort noch. Verdammt, wo war das? Das Krugspieler Tinten. Wasser Tinten? Nee. Mal nachgucken. Oh, jetzt sind die Scheißdinger wieder. Haha, ich mach das in nur noch halb so viel Schaden. Autsch. Gar keinen Schaden gekriegt, dann schlecht. Ja, jetzt ein Viertel Erdschaden. Hier ist in dem her auch nichts, was uns da jetzt helfen würde. Nee, sind jetzt so aus, war? Nö. Setzer von dort haben wir. Da oben geht's zwar noch weiter, also was anderes. Naja. Muss irgendwo hier sein. Vielleicht ist das sogar ein Piratenzug, wa? Ich glaube sogar, es könnte sein. Immer Schellküsse zu natürlich. Dass der dort war. Das war irgendwie ein Minispiel. Ein ganz verrücktes Minispiel, was irgendwie auch ganz einfach war. Hm. So, bis jetzt sehe ich noch nichts. Muss aber nichts bedeuten. Nö, lieber drüber. Aber sehe ich doch bereits etwas? Naja. Hallo? Zora Action!
Oh, der wäre natürlich auch elegant. Mann, wohl direkt hoch, der wäre natürlich geil gewesen. Naja. Link ist bitte mal an Land. Link, da ist es ja! Alter, geht aber einmal an Land! Ich wollte gerade sagen, will er mich verarschen. Hier ist das Boot. Ah, drüben war das cool. Steht noch etwas Besonderes drauf. Des Fischers springlebendige Herausforderung. Haben Sie mit dem Foto des Schiffers. Oder Schiffers Fritz, Schiffers. Ja, natürlich. Fischers Fritz, Fisch, frische Fische. Nicht Schiffers Fritz, Schiff, Fische, Fische. Ist egal. Ist egal. Die Fische sind egal. La 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 la. Ja, 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 ja. So geht's weiter. Und im nächsten Part fahren wir doch langsam mal gerne mal anfangen mit der Kaffee-Quest. Ja, ich erwähne es jetzt schon wieder, ich weiß. Aber es geht darum, dass ich zumindest einmal noch gerne abschließen würde, wegen den Masken und Herzen, was wir davon bekommen. Verdammt. Deswegen, und ich habe mir sowieso noch etwas anderes überlegt, damit auch die ganze Story und so, momentan ist echt alles ein bisschen durcheinander und ist ein bisschen doof. Das ganze Verständnis natürlich der Story, dass ich das am Schluss noch gerne anders machen würde. So, erstmal zu dem Typi. Das müssen wir mit einer Ordnung einsteigen, wir davon den Tourismus wieder einsteigen. Mit 20 Rubine, na, Bock drauf, ja. Okay. Diese Wagen und den Regen erklären. Wir müssen Reihenfolge anzünden und der Wagen allein stellt seinen Punkt. Jetzt 20 mehr Punkte. Zeitlimits gewinnt für ihn den großen Preis. Aber jeder Versuch kostet auch 20 Rubine. Logo. Ich glaube, es ist gerade ziemlich einfach. Du, du, du. Einfach ganz ruhig bleiben und springen, was das Zeug hält. Du, 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 du. Wieso ein momentan? Doch immer schön in die Mitte springen, sie wieder neu justieren und so. Zeitlich müsste es echt locker reichen. Was ist denn dieses grüne. Dieses grüne Okay-Zeichen oder dieses grüne Dreieck? Nach unten toll, ich verstehe das nicht ganz, doch es ist egal. Yo, Mann. Einfach nicht mit den Hasen rum, weil sonst können wir mit sich verspringen. Das wäre doof. Du. Oder geht's gar einfach mit den Hasen? Könnte, glaube ich, schon sein, wa? 20 brauche ich, wa? Ich glaube, es waren 20. Du. Die haben wir bald geschafft. Yeah. Und noch ein paar mehr, das wäre doch ganz nett. Du. Und jetzt nochmal 1 und 2 zur Absicherung. Yeah. Also seht ihr, ich bin jetzt nicht ganz so schnell und trotzdem ist es relativ simpel, also von dem her. Was ich gerade sehe, ist, darf keine Maske anziehen. Noch fies. Keine Hasenuhren für den guten alten Michael. Nein. Und ich singe ja total schief. Oh Mann. Ich wollte gerade Beef sagen. Aber das kann sich nicht. Also reimen tut es sich schon. Aber es wäre totaler Hohn. Du. So reicht's. Mehr braucht's nicht. Nee. Wir haben eh schon gewonnen. Und das war's. Geil. Du bist zu leicht, den Preis hast du verdient. Ja. Du meinst, Kumpel, Prüfung des Fischers bestanden. Ein Herzteil. Wo ist es? Haben wir gar nicht gesehen. Geht doch, Mann. Sammeln wir 4 Herzteile. Yo, dankeschön. Muss man einen Konkurs anmelden? Was, nur wegen mir? Was ein Trottel, ey. Alter, kannst du ganz Zeit machen. Das war geil, Mann. So, und zurück zu den Zoras. Was kommt denn? Müsste jetzt eigentlich recht losgehen oder täusche ich mich jetzt da komplett? Kann natürlich auch sein, ne? Ist, kein Problem, aber tja. Eigentlich müsste das jetzt klappen. So, weil Lulu ist jetzt hier weg, also wie sieht's aus?
Das Konzert, wann steigt's endlich? Die sind alle hier, okay, könnt ihr direkt loslegen. Mal gucken. Mika, du bist wieder hier, das ist gut. Ich war so überrascht, meine Stimme in dieser einsamen Insel in eine Schildkröte verwandelt hat. Das Lied, das du für mich gespielt hast, auch meine Mutter hat es vor langer Zeit für mich gesungen. Ich legte diese Eier, weil sie mich daran erinnern sollten. Dieses Lied stammt aus meiner Kindheit, da hatte ich es schon vergessen. Ich habe dir Schreckliches angetan, Mikau, aber jetzt wird alles wieder gut. Wann findet das Konzert statt? Lass uns mit den Proben beginnen. Okay, gut, dann halt nur die Proben. Uno, due, tre! Oh yeah, Mann, das ist ein fetter Beat. Gut, der ist schön gesungen, sie singt auf meinen Geschmack ein bisschen zu hoch, sprich eine Oktave oder so, aber ansonsten war's cool. Ich kann sagen, singt die noch? Ich glaube, singen zu dürfen ist ein Geschenk der Götter. Naja, ein falsches Signal eines Teufels, egal. Wir haben es geschafft, Freunde, wir haben ein schönes zugehört, natürlich auch geil. Jetzt, will ich das mit dem Frühling testen. Sprich, wir gehen wieder Abzug auf. Obwohl, nee, Moment mal. Moment, wir machen was anderes. Ich versuche was anderes. Wir gehen nach Unruhstadt. Ich meine, das mit Golf klappt natürlich schon, aber warum den Umweg machen, natürlich direkt das Ganze anders lösen kann? Das spricht Umweg deswegen, weil wir kommen sowieso nochmal dorthin, wenn wir halt dort sind, durch das Besiegen von Golf halt, oder mein Boss. Dann ist halt das Problem, oder Problem ist übertrieben, halt das Umständliche daran. Dass wir nochmal zurück müssen, sprich, es ist natürlich praktisch, dass wir nach dem Besiegen von ihm direkt dort spawnen, ne? Natürlich geil. Ach stimmt, Don Giros Maske. Entschuldigung, mein Fehler. Don Giro. Don Giro, ich überlege, was ich alles brauche. Die können auch noch, egal. Ah, Don Giro, wie lange ist es her? Guck, guck, was wird hier? Guck, guck. So verstehe es, war es und bin ich noch immer wieder, wenn wir uns wiedersehen. Plipp. So, der ist also auch weg. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Sumpf. Sind wir es vergessen? Dämmerwahl? Nee, ist im Sumpf des Vergessens. Weil irgendwo hier auf dem Weg zum Tempel muss noch der vierte Frosch sein. So weit. Haben wir nochmal in meinen alten Part zugeguckt. Und natürlich hat er natürlich recht. Dort war er irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo genau. Heißt für uns, natürlich kommt natürlich immer näher. Der große Felsbrocken im Himmel. Ah ja. Elegant kleiner. Da war es dort hinten, glaub nicht, wa? Nee, wenn ich mir sie. Nee, das war doch nicht dort. Das war ziemlich sicher hier. Jep, 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 bin mir ziemlich sicher. Hallo? Er kommt natürlich nicht rüber, ist klar. Link, du musst irgendwo aufkommen. Na Gott sei Dank, ey. So, genau, drüben ist der Frosch, dann natürlich erstmal wieder mit Deku-Power verwandeln, wir machen ihn sowieso nachher wieder. Weil wir nochmal zurück in den ersten Tempel müssen, aber ohne halt Modulo besiegen, sondern einfach nur deswegen. Na, hallo Typi. Oh, Don Giro, wie lange ist es her? Was führt dich hierher? Kann es denn sein, du kommst den ganzen Weg her? Oh, das ist aber geil, ich verpiss mich mal, war bis später. Wenn der Frühling kommt, bin ich wieder da. Komm, in der Frösche, 3, eieiei. Vergessen, sind den Frosch angeheuert. So, jetzt wie gesagt, hier noch der vom Tempel. Und dann ist eigentlich sowieso nur noch derjenige, der direkt beim Tempel von Goff zusitzt. Sprich, sobald wir Goff besiegt haben, kommen wir dorthin und, ja. Also, hoffe, es klappt so, wenn es natürlich andersrum wäre, von wegen, ich muss erst Goff besiegen, wenn es Frühling ist und dann die Frösche rekrutieren. Also, wenn es wirklich die Reihenfolge wäre. Oh, dann haben wir Pech gehabt.
Er wäre schon fies, wa? Ja, wie so ein altes Erwachen, das ob er sich auswendig kennen würde. Was ganz so schwierig. Ja, ja, diese ganzen Tempellieder. Hatte ich schon früh. Natürlich muss man Kokiri sein. Entschuldigung, Kokiri sage ich schon. Deku natürlich. Wieso gibt es eigentlich keine Kokiris hier? Verstehe ich nicht. Aber hat sicher auch einen tiefgründigen Sinn. Du. Wobei, so Kokiri ist echt sehr, sehr selten. Ja, da gab es nur noch Queen of Time und. Die Wind Waker, wa? Gab es sonst noch irgendwo? Glaub nicht. Gut, die Wind Waker gab es sowieso nur einen und der war noch ein Überbleibsel, war sowieso ein Geist und so. Und einen fand ich, wenn den Endboss noch nicht jetzt machen, machen wir alles. Ganz wenn es jetzt bloß nicht alles nochmal. Die besten Szenen so nochmal zusammenschneiden möchte. Dann trotzdem mal gucken, was er sagt. Der, den du der ewigen Winterkommen auf meine Klinge herausgefordert hast. Geh zu mir zurück und zeige deine Macht. Oh mein Gott! Meine Macht zeigen! Kann er vergessen. Zeige deine Macht! Ich befehle es dir! Leck mich! Du. Ich überlege gerade, wo wir eigentlich hin mussten. Ich glaube zuerst sowieso in einen normalen Tempel rein. Oh. Nicht schon wieder das Ganze. Mann, ich mache den gleichen Fehler jedes Mal mit diesem verdammten Tempel. Also der Soundtable. Guck mal, hat doch wieder so. Wow, war knapp, aber ich habe eigentlich Kohle drin. Nee, meine Fee. Ups, Entschuldigung. Gibt's echt schon zwei Feen hier im ersten Raum? Alter, der Sound! Schon viel besser. Ich habe dummerweise keine Ahnung mehr, wo das Frosch genau war. Ich glaube, der war dort unten, war? Kann das sein? Na, wenn es gleich rausfinden. Ich glaube echt, der war hier. Naja, fast. Dann war vielleicht hier. Jo, hier war er. Cool. Nee, verdammt, war natürlich nicht. Aua. Man muss natürlich jetzt zuerst besiegen, ist klar. Greg. Du kannst mal Kumpel, so bist du. Greg. So, letzte bitte noch. Bu. Die Karte ist dann doch auch nice, aber lieber den Raum, wo. Anders überhaupt. Ich glaube, da gab es einen Master Key, wa? Aber sonst echt nichts mehr für den letzten Tag offen. Das wäre natürlich auch schon geil, wenn wir das noch irgendwie hinkriegen würden. Der war denn sonst? Moment mal, was ist denn mit Pfeilen hier sogar noch? Ja, als das da oben war. Wo? Man fühlt elegant. Link. Wie immer, Kumpel, wie immer. Nein!
Also wir sollen das abtimen. So. Ich glaub echt, der war hier drüben, wie soll das Sinn sein, dass es nicht irgendwie grob war. Das war noch krass. Nee, er war's. Komm raus, Mann! Jetzt haben wir uns! Nö, glaube ich weniger. Ui, war das knapp. Wo ist er hin? Hallo? Mann, Link! Geht doch, hui! Bleib stehen, zack! Und das war's auch schon mit dir! Guck, 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 guck! Hätten wir auch schon den Master Key! Ja. Und okay, Gero, wie lange ist es her? Was führt dich hierher? Kann es denn sein? Du kommst den ganzen Weg? Okay, Mann, ich verpiss mich, was wir da Frühling ist und so, du weißt ja. Und tschüss! Mit der frische 4! So, sehr schön. Mal ganz kurz nachgucken, was wir jetzt noch alles haben. War Comic der Frösche? Vom Waschplatz, genau. Vom Schädelbuchtempel, cool. Vom Sumpf, geil. Vom Nemmerwaldtempel, cool. Fehlt noch einer und das ist natürlich derjenige, den wir nur beim Tempel zu holen können. Du. Wieso nicht? Natürlich auch so und dann raus und ja. Weg hier. Denn die Zeit läuft davon. Zeit vom Part auch, aber der Kampf gegen Golf geht relativ schnell. Von dem her würde ich mal sagen, machen direkt jetzt noch. Pikebären, ja genau. Dann können wir eigentlich im nächsten Part bereits wieder frisch mit einem neuen Tageszyklus beginnen, wo wir alles ein bisschen kreuz und quer machen. Durch irgendwie Kaffeis Quest, dann keinen erkunden, neue Herzteile und so, was noch alles fehlt. Oh Mann, oh Mann. Es ist kalt. Aber auch mal hier. So. Kein Problem. Uff, das chronische Lummerlied. Eigentlich auch recht einfach. Einfach die ersten drei merken, dann zweimal spielen und zurück und ja. Ja, gespiegelt war in der Mitte. Was ist das? Ich bin so müde. Ach, Pämmerlein war. Tschüss. Ja, Tschüssikowski. Nein, verdammt. Mana, ich hätte gerne Mana. Na klar. Hier sind wir ohne hoch, ey. Ein bisschen Mana. Dankeschön. Booms. Wow, voll den Fall geholt. Diese weißen Viecher, ey. Ihr nervt, Mann, weg da. Golf, ich komme wieder! Ja, zum zweitletzten Mal, Freunde, machen wir jetzt Golf platt. Wie gesagt, letztes Mal will ich halt alle vier Bosse ineinander platt machen, mit alles schön befreit ist und so. Und jetzt halt noch für die Frösche, nach muss eigentlich nicht mehr sein. Nö, nach haben wir alles. Nochmal etwas, ist klar. Nö, ist klar. Gut. Soll das Wächters? Oh, er bewacht etwas. Es ist der Wächter der Finsternis. Hä, warum jetzt? Du bist bei Goff. Oder Gott, oder keine Ahnung, ist egal. Mein Mann wäre nicht schlecht.
Jo, war ich bereits und ich überleg echt, ob ich ihn mit Eisfallen angreifen soll, aber ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ne, dann sollen sie mit dem letzten Versuch machen, wa? Wie gesagt, der Kampf kommt das eh nochmal. So, mal gucken, was sich GoFreude für uns ausgedacht hat. Natürlich nix. Nö, bis jetzt nicht. Ich komme, Kumpel! Wow, gehen wir schnell. Muss er dort. Ich meine dreimal. Nicht schlecht, Herr Specht. Zack. Ja, blitz bereits, Alter. Wow, oh. Sogar im Spike-Modus, Alter. Das war neu. Oh, das war nicht neu, Alter. Er fühlt mich gerade ein bisschen vor. Du. Wow, hat er das gemacht? Alter! Ist er gerade hinter uns? Komm, das geht nicht! Du darfst nicht hinter uns sein! Wow, nicht die Blitze! Wow! Oh, ich dachte, wir sind vorbeigefahren. So ganz intelligent und so, aber. Autsch. Das war bloß einfach nur Autsch. Ich finde, hätte ich die Bombenmänner zu sein. Jetzt bleib mir nicht mal stehen, Kumpel! Oh. Wollte gar nicht, Entschuldigung! Okay, verträgt nicht mehr so viel. So, komm, ich muss langsam mal zu Ende sein hier! Stehen geblieben! Verdammt! Dieser Spielverderber, Hilfe! Wow! Da schmeiße ich Bomben, viel nicht mehr! Wow! Bleib stehen, Mann! Wow! Leaf! Was war das gerade? Die Mucke finde ich vor allem geil hier. Wo ist er hin? So schnell plötzlich? Das ist er! So, jetzt habe ich dich aber, Kumpel. Alter, ey. Ist ein geiles Rennen, aber man weiß ja, es soll höher, wenn es am schönsten ist. Hallo? Wo ist... Ja, verdammt, das haben wir den Felsen weggeglitscht. Gibt's doch nicht. Du bleibst schön hier, ey. Wenn ich dich schon mal habe. Ja, richtig fertig gemacht. So, geht doch. Toll, ich bin doch hält der auch mehr aus als früher. So, Freunde, aber egal. Wir haben sogar wieder 30 Minuten voll. Also perfekter Zeitpunkt, um uns noch ein Herzteil zu holen. Und den Tempel wieder mal abzuschließen. So ein bisschen Mana reinschalten. Wo ist er jetzt hin? Na, da vorne. Hui! Mana, ich brauche Mana. Pfeile. Jo. Wieder zurück zu den Fröschen, die jetzt eigentlich alle komplett sein müssen, wa? Ich muss einen Dungeos Maske da aufsetzen. Dann hoffentlich klappt's, und wenn nicht, dann muss ich halt, jetzt echt knapp alles wieder zu managen. Doch, sind alle da. Und die geworden, Dungeo? Verzeihung, wenn ich mich täusche, bist du ein wenig schlank geworden? Du sehen kannst, der Winter nun vorüber und der Frühling hat die Berge wach geküsst. Lass unseren Sang beginnen! Geil. Einfach nur Hammer. Ein Herzteil! Yeah, Mann! Komm ich da frische 5 und dann will ich zu Ende die Quest oder fehlt noch was? Nee, Mann, die ist komplett. Geil!
Du, danke schön. So, Freunde, wenn wir sagen, zurück in die City. Dann lassen wir den Rest des dritten Tages noch dort abklingen. Ich überlege, ob wir noch irgendwas machen, so mit dem Hundenrennen und so. Theoretisch könnte noch genug Zeit sein. Aber ob es überhaupt noch angeboten wird, ist eine andere Frage. Seltsam, Postboten geht nicht mehr. Können Sie nochmal in die Schießbude gehen und da mein Glück versuchen? Aber, weiß nicht recht, Leute. Ich weiß echt nicht recht, was ich noch machen soll. Ist echt konfus, das Ganze. Dann sind wir fertig, kommen nochmal die drauf und dann war's das. Und natürlich nochmal die Eispfeile für später und jo. Alles supidupi, Meisterschmuppi, bis zum nächsten Mal hier bei Majora's Mask 3D. Ciao zusammen.